Wir sind zurück bei Starfield mit einem kurzen News-Update. Zuletzt hatten die Kollegen von Kinda Funny Games die Möglichkeit, mit Game Director Todd Howard zu sprechen. In dem über einstündigen Gespräch ging es im Wesentlichen um andere Themen wie zum Beispiel Fallout, Persönliches, aber auch Starfield war eben eins davon und um die wesentlichen Punkte daraus geht es in diesem Video und ich kann dir sagen, es gibt gute und schlechte Nachrichten. Zunächst einmal der aktuelle Status von Starfield, damit du weißt, wo wir da gerade stehen. Das ganze Drama um Starfield ist mittlerweile zur Ruhe gekommen. Bei Steam hat sich der Titel bei 61 von 100 Punkten eingependelt. Bei Metacritic liegt man bei 6,9 von 10 Punkten. Man kann also sagen, dass Starfield irgendwo zwischen 60 und 70 Punkten liegt. Die Anzahl der Spieler ist deutlich zurückgegangen, aber das bewegt sich alles noch in einem recht normalen Rahmen, hätte aber auch durchaus besser ausfallen können. Ich würde behaupten, dass die meisten Spieler bei Starfield auf drei Dinge warten. Offizielle Mod-Unterstützung, sinnvolle Updates und natürlich die Story-Erweiterung, für die zumindest Käufer der Premium-Version bereits bezahlt haben. Das führt uns nun zum Interview, in dem Todd Howard uns zu allen Punkten etwas zu sagen hat. Beginnen wir mit dem, was kurz bevorsteht, sinnvollen Updates. So bestätigte Howard, dass mit dem nächsten Update die lang ersehnten detaillierten Karten für die Hauptstädte kommen werden. Dazu war die Rede von neuen Spieloptionen, die ihren Weg ins Spiel finden sollen. Wahrscheinlich sind damit die Optionen gemeint, die Ende 2023 für 2024 angekündigt wurden. Dabei handelt es sich um Einstellungen, womit man solche Dinge wie die Tragekapazität, Distanz beim Zugriff auf die Fracht, Schiffsschaden, Umfang der Händler-Credits und die Auswirkungen von Leiden anpassen kann. Wer also zum Beispiel von zu wenig Tragekapazität genervt ist oder dass die Händler nur Mini-Budgets haben, der wird damit die Möglichkeit erhalten, das Ganze zu beeinflussen. Howard hat aber keine Option direkt erwähnt, sondern eben nur von Optionen gesprochen, die kommen sollen. Aber wie gesagt, es ist schon sehr wahrscheinlich, dass es sich dabei um eben diese handelt. In der eben erwähnten Ankündigung Ende 2023 gab es auch den Ausblick auf neue Möglichkeiten der Reise, aber dazu hat er sich nicht geäußert. Aber es soll auch Überraschungen geben, also wer weiß, vielleicht geht das ja in diese Richtung. Fans des Schiffsbaus dürfen sich ebenfalls freuen, denn hier bestätigte Howard, dass die Mechanik des Schiffsbaus mit dem kommenden Update ebenfalls verbessert werden soll. Um was es da genau geht, wurde aber nicht verraten. Zu erwarten ist aber ein großes Update und das Beste daran, es soll wohl bereits diese Woche ausgeliefert werden. Wie immer zunächst als Beta bei Steam und dann, wenn alles gut läuft, einige Wochen später für alle Plattformen als Live-Update. Also detaillierte Karten, wichtige Einstellungen, verbessertes Schiffsbausystem und die eine oder andere Überraschung erwarten uns. Hört sich für mich nach einem sehr sinnvollen Update an. Kommen wir zum nächsten Punkt. Viele warten schon ganz gespannt auf den offiziellen Mod-Support und damit auf das Creation Kit. Bethesda hat in der eben erwähnten Ankündigung von Ende 2023 von einem Release früh in 2024 gesprochen. Nun, mittlerweile haben wir Mai und das Jahr neigt sich doch stark der Mitte zu. Doch leider hat Howard nun durchblicken lassen, dass der Support nicht Teil des nächsten Updates wird. Er hat aber Gerüchte bestätigt, wonach das Creation Kit derzeit von einigen ausgewählten Leuten getestet wird. Aber einen konkreten Termin gäbe es momentan nicht. Das riecht danach, dass wir uns hier eher auf spät in 2024 einrichten können. Offenbar muss hier noch einiges getan werden, also solltest du jetzt nicht unbedingt damit rechnen, dass da bald etwas kommt. Wäre natürlich schön, aber du weißt ja, wie das so ist, lieber eine Überraschung als eine nicht erfüllte Erwartung. Also das Creation Kit kommt ganz sicher nicht mit dem nächsten Update und danach muss man einfach mal schauen. Eine eher schlechte Nachricht, aber wer weiß, vielleicht bekommen sie es ja mit dem übernächsten Update hin, das dann planmäßig irgendwann im Juni erfolgen sollte. An dieser Stelle den Hinweis für alle, die sich jetzt vielleicht erschrocken haben, wie kein Mod-Support. Also grundsätzlich geht es hier um den offiziellen Mod-Support. Es geht darum, ob dann eben auch Consoleros Mods nutzen können oder eben nicht. Aktuell können das PC-Spieler schon machen. Es gibt eine Menge inoffizielle Mods, die man nutzen kann. Aber wesentlich besser wird es natürlich, wenn das Creation Kit zur Verfügung steht. Denn dann ist einfach mehr möglich. Wie gesagt, das nur mal als Hinweis.
Die schlechte Nachricht zum Schluss. Es geht um die Story-Erweiterung Shattered Space. 8 Monate nach Release hat sich nun endlich jemand zum Release geäußert. Howard sagte nämlich, dass die Erweiterung für Herbst 2024 geplant ist. Einen genauen Termin nannte er leider nicht. Vielleicht peilt man da den Jahrestag der Veröffentlichung am 1. bzw. 6. September an. Vielleicht erscheint es aber auch erst im November. In diesem Monat veröffentlicht Bethesda besonders gern. Auf jeden Fall wäre dann bereits seit dem Release ein Jahr und vielleicht sogar mehr vergangen. Und das wird ganz sicher vielen Leuten nicht so gut gefallen. Ich hätte jetzt auch erwartet, dass sie da etwas schneller sind, aber so sieht es nun leider aus. Zumindest haben wir nun einen Zeitraum, den wir anpeilen können. Hoffentlich wird da nichts verschoben. Nun halten sich ja hartnäckig die Gerüchte, nachdem Starfield Ende des Jahres für die PlayStation 5 erscheinen soll. Angesichts der neuen Ausrichtung bei den Konsolenherstellern ist das keine allzu gewagte Theorie mehr. Es ist auf jeden Fall möglich und es wäre finanziell betrachtet auch ziemlich sinnvoll. Während Starfield auch hier wieder finanziell betrachtet einen super guten Start hatte, werden die Zahlen in 2024 wahrscheinlich nicht so besonders toll aussehen. Egal, ob man das Spiel nun mag oder nicht, es ist halt durch einen heftigen Review-Fleischwolf gedreht worden. Und das hatte ganz sicher Auswirkungen auf die Verkaufszahlen in 2024. Die Situation kann Bethesda nur dadurch ändern, wenn sie liefern. Eben sinnvolle Updates, offiziellen Mod-Support und die Erweiterung. Wenn man jetzt mal alles zusammennimmt, dann hätte man genug Futter, um den Leuten zu zeigen, seht her, wir haben hier viel getan. Als quasi Zünder wäre dann ein PS5-Release geradezu perfekt, weil der Titel damit halt automatisch wieder in allen Game-Medien präsent wäre. Also ich würde mich zumindest nicht wundern, wenn es genauso kommen würde. Am 9. Juni findet übrigens das nächste Xbox Showcase statt. Vielleicht nutzt man das Event, um auch Starfield in irgendeiner Weise eine Bühne zu bieten. Über die Erweiterung zum Beispiel wissen wir rein gar nichts und ein Trailer dazu würde sich hier auf jeden Fall gut machen und würde auch zeitlich ganz gut passen, wenn die Erweiterung dann im Herbst ja auch erscheinen soll. Das soll es auch schon gewesen sein. Was hältst du von der ganzen Sache? Schreib es in die Kommentare. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Die Codes da unten sind für dich. Du kannst bei der ersten Bestellung 5 Euro sparen oder 10% bei jeder Bestellung. So hast du etwas davon und ich natürlich auch, weil ich dann eine kleine Provision bekomme, wodurch du mich dann ganz nebenbei auch noch unterstützen kannst. Einen Link zum Holy Shop findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Energieeinkaufen.